Hallo Freunde. Hallo Freunde, willkommen zurück auf dem Map Ravensberg. Wie versprochen, ich habe ein bisschen vorgespult, damit wieder Licht ins Dunkle kommt. So, kurz auch wie ich holen. Das heißt, wir schauen mal eben, wie es hier aussieht. Wir können auf jeden Fall die Tiere versorgen. Das ist immer so, wenn so ein Tag rumgeht, ob selber, von selber oder vorgespult. Die Tiere sind dann als erstes dran. Futter haben wir, Stroh haben wir, jetzt kommen wir noch Wasser bei und das gleiche machen wir bei den Schafen. Bevor wir uns dann wieder um die anderen Sachen kümmern, so hier Schafe können wir eben runterlaufen. So, säubern kann man auch, das habe ich bei den Kühen jetzt wieder vergessen. So, hier kriegen die auch noch was hier. Ich habe denen zwar was gegeben, wenn ich kontrolliert, was drin ist, da ist noch was drin, was reicht noch. So, dann schauen wir mal. Rübenschnitzel haben sie noch genug, Sauberkeit, eben, ich habe vergessen zu fegen oben. Wasser läuft, Milch ist auch noch da. Sie machen sehr viel Mist. So, denen geht's gut. Dann springen wir mal eben zu den Kühen. Das ist jetzt eine zu hoch. Nee, da muss ich hin. Ich will ja sauber machen. Da steht er, andere Seite, da steht er. So. Mir ist ein interessanter Gedanke gekommen, ist für mich interessant. Weiß ich, wie ihr zu der ganzen Sache steht. Ich spiele jetzt längere Zeit auf der Map Ravensberg. Ich finde diese mit noch für mich zum Spielen am schönsten. Aber das ist Geschmackssache, also rein persönliche Meinung. Also mir gefällt sie sehr, sonst würde ich mich nicht so lange hier aufhalten. Aber was machen wir mit dem LS22? Es ist ja klar, wir müssen alle neu anfangen auf einer Map. Was wünscht ihr euch? Die gleiche Map, Ravensberg in LS22? Ich weiß nicht, wie einfach das wird, sie irgendwo umzugestalten, um zu bringen. Also, ich fange wieder von vorne an. Also, die ganzen Umbauten sind alle weg. Also, will ich die gleiche Karte nochmal anfangen im LS22? Ich weiß es nicht. Oder wünsche ich mir lieber eine andere Herausforderung? Natürlich in dieser Qualität, wie die Ravensberg ist, weil ich kann immer nur sagen, ein Lob an den Modder. Ich finde die toll. Wie gesagt, das ist die Frage. Sollen wir uns wünschen oder wünsche ich mir die gleiche Map nochmal oder will ich was anderes? Ich bin da zwiegespalten. Wie gesagt, zum einen ist das eine tolle Map, die wirklich Spaß macht.
Ich würde wahrscheinlich, wenn es die gleiche nochmal geben wird, werde ich mit Sicherheit wieder darauf antworten, dann werde ich einiges anders machen. Man mit den neuen Sachen, mit Produktionsgeld, was ich, was man da alles einbauen kann. Wie gesagt, ich weiß nicht, was der Mapper dann vorhat. Aber wie gesagt, das ist die Frage. Will man das gleiche nochmal, wie man eine neue Herausforderung? Ich will beides, klar. Ich habe kein Problem mit Videos auf zwei Maps zu machen. Aber schreibt es mir in die Kommentare. Ich fände es jetzt mal sehr interessant. Was will man? Ich habe ein riesen Silo und eigentlich nichts drin. Schnee, ich habe Schnee im Silo. Ich lache mich kaputt. Jetzt habe ich Schnee im Silo. Wie gesagt, mich würde es mal interessieren, wie ihr darüber denkt. Es wird cool, es wird drei Karten geben, die man sich aussuchen kann, aber die macht dann jeder. Die Erlengrad kennen wir. Die wird nur im 220er Stil gemacht dann. Umgeändert. War jetzt. Also für mich war das keine Herausforderung, die 220er, aber. Die Erlengrad, aber das ist Geschmackssache. Das muss jeder selber für sich entscheiden. Die zweite ist ja die Elm Creek, glaube ich. Die finde ich sehr interessant, die amerikanische Map. Da alles auszuprobieren. Das ist der Waldreihe. Die schicke mal zum Shop. Und dann wird es ja noch eine neue Map geben. Eine, man sagt, mediterrane. Also Richtung Italien, Frankreich, mit das wird dann der Weinanbau hauptsächlich sein, Oliven. Wein spricht für Frankreich, Oliven für Italien, irgendwie die Richtung wird sein, so wie er dann gerade Alpenbereich ist, auch kein spezielles Land. Schau mal, also die Italia-Map ist ja wunderschön. Die ist zwar nicht, ist sie nicht von Giants, aber sie ist toll gemacht. Wenn die Map von My Giants auch schon schön wird, schauen wir mal. Also mich persönlich reizt der amerikanische von der Größe her. Man ist planen größer, größere Maschinen. Also wird es neue Maschinen geben. Wenn ich bedenke, allein die Trauben lese mit großen Maschinen, die über diese Reben fahren, diese Linien fahren. Es wird äußerst interessant, es gibt neue Sachen. Es wird interessant auf jeden Fall. Ich bin da auch noch zwiegespannt.
Und dann ist die Frage, wie schnell schaffen es Mapper, eine neue Karte zu erstellen? Ich glaube, der Editor wird nicht vor der Veröffentlichung des Spiels rauskommen. Also groß vorbereiten wird wahrscheinlich nicht möglich sein. Schauen wir mal. So. Es sind Fragen offen. Also wir wollen neue haben. 250, 261, dem müssen wir drüber gehen auf jeden Fall. Wir werden jetzt diese zwei Traktoren noch mal austauschen und schauen, das, was wir dann haben, wie es finanziell dann aussieht. So, der Waldreis ist schon mal angekommen. Schauen wir mal, ob ich den treffe, da unten ist er. Ja. Ist ein schöner Traktor, mag ihn, aber wir wollen mehr Leistung, oder beziehungsweise ich will mehr Leistung, und dann ist er natürlich auch in die Jahre gekommen. Jetzt warten wir noch auf den Case. Da vorne kommt er. Ich mag Autodrive, ich finde das toll. Die Vorstellung, einer meiner Helfer bringt gerade meinen Traktor. Also sehr natürlich. Ein fliegender Wechsel. So, den reparieren wir mal eben, damit der Preis besser wird. Und dann verkaufen wir den. So, dann schauen wir mal, was es Neues gibt. Wir gehen gleich in die Großtraktoren. Orientieren wir uns gleich mal hinten. Da kommen wir nicht weiter mit dem Fendt 900. 260 PS. Denn nicht mehr. Motor aus. Was kann er denn überhaupt? 260, mehr nicht. Das ist nicht viel. Das ist der, den ich habe. 8330 Tuning. Der hat mir nämlich gut. 8330. Das ist der, den ich habe. Den gibt es in Tuning. Ist aber nicht, den kann ich nicht aufrüsten. Okay. 500 PS ist natürlich nicht Menge.
Also wir gehen Breitreifen. Also der gefällt mir schon mal, was ich hier bei den Namen der Farbe nehmen. Sowas ist. Nein, danke. Das sieht plastikmäßig aus. Der Schwarze war schon gut. Der Schwarze war schon nett. Grau. Silber. Ist das Silber? Weiß ich nicht. In Yelp haben wir ihn schon. Goldhofer, das ist alles nicht meine Farbe. Es gibt auch Farben, da wehre ich mich einfach gegen. Nee, die passt auch nicht. Olive ist auch nicht schlecht. Nehmen wir doch noch mal so. Wir haben ja genug Geld. Das ist das Interessante dabei. Wir kaufen uns den hier schon mal. Und dann gucken wir, ob wir noch einen anderen finden. Oder ob ich noch so einen kaufe. Also das. Der ist auch nicht schlecht. Glas. Glas Axion. Die Raupen haben mich enttäuscht. Das ist der mit der Mittel. Ja, den mag ich nicht. Also bei hinten mitlenkt, das habe ich ein Problem mit. Oder beziehungsweise Autodrive. Der das auch? Der das auch. Könnte der gleiche sein. Ventvario. $517. Der sieht auch ganz schön bullig aus. Gönnen wir uns den doch mal mit 517 PS. Dann haben wir zwei neue. Also ist der Fendt echt größer? Gedacht. Naja, da kommen wir auch so ein Bildchen von. Das sind schon mal zwei schöne Traktoren. Die schicken wir uns jetzt mal nach Hause. Dann müssen wir Chromo einsetzen. Ja, hat schon einen netten Sound. Evo scheppert es ein bisschen.
Jo. Der hört sich auch schon anders an. Trotzdem immer gleichbleibend. Also, aber das soll sich ja verbessern alles. So, mein Wasser fährt auch noch. Du hast geladen. Mit zwei neue ist jetzt die Frage, wie weit es bei uns weiter aussieht. Dieser Ding kann ich behalten für die kleinen Paletten, der ist sehr gut für. Das wird der nächste sein. Das ist doch der gleiche. Das ist doch der gleiche. Ich habe gedacht, der Turbo, weil der andere der Turbo ist. Im Moment sind wir gut ausgerüstet. 30 Stunden weiß ich noch nicht, muss ich beobachten hier. Ne, das ist 6 Stunden. Das ist für die Paletten, das reicht auf jeden Fall. Zeigen wir jetzt der nächste Winter, was so wichtig ist. Wie gesagt, der hier zum Palettenfahren reicht auf jeden Fall. Da bin ich noch nicht glücklich mit dem Raupenfahrzeug, das weiß ich, mit dem ich austauschen werde. Der ist, ja. Das ist der JCB, der ist, hat mich gut durch den Winter gebracht, also ich fand den hervorragend. So, eben da unten kommt einer. Es sieht toll aus. Also. Der nächste Winter kann kommen. Wir sind erst Mitte Frühling, also wir haben da noch einige Zeit für. Aber man kann ihn von hier aus beobachten, schön langsam um die Ecke. Also er fährt schön vorsichtig, langsam, also macht Spaß zuzuschauen. Oh, da hat er ganz schön doch Tempo drauf. Dann kommt er doch hoch, ja. Da kommt der Fendt. Vor der Traktorparade. Gucken, ob der auch gut beschleunigt. Aber wenn ich mein Kontostand schaue, kann ich mir es leisten. Der zieht auch gut hoch. Gut, das soll es gewesen sein für jetzt. Lasst ein Däumchen da, wenn es euch gefallen hat. Haut auf die Glocke und bleibt gesund. Macht's gut.